Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, die sich taufen lassen haben, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Vaters, des himmlischen Vaters, der uns das Vorrecht gegeben hat, seine Kinder zu sein. Und so wird sich vielleicht so mancher fragen, was ist das heute da? Was ist so ein besonderer Tag? Ich weiß, viele von uns, die hier stehen, die sind diesen Weg gegangen. Aber manche vielleicht noch nicht. Und wisst ihr, es ist keine Sitte. Es ist nicht ein Wohlgefallen des Menschen, das zu tun, sondern der Herr Jesus, der das Erlösungswerk für uns sündige Menschen auf Erden vollbracht hat und selber diesen Weg gegangen ist, hat uns das befohlen zu tun, um damit jede Wahrheit auf Erden erfüllt ist, dadurch, weil er es befohlen hat. Er selber hat diesen Schritt gemacht, obwohl er Gottes Sohn war, und hat gezeigt damit, dass er mit uns Menschen verbunden ist, hier auf Erden schon, wo er da gewesen ist, damit er das Gleiche getan und uns das zumutet und uns das befohlen hat zu tun, damit sein Vater im Himmel verherrlicht ist. Wisst ihr, Geschwister, ich freue mich immer, wenn ich sehe Leute, die entschieden in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen haben und ein entschiedenes Ja zu Gott sagen. Man kann es irgendwo im Kämmerlein tun, man könnte es irgendwo zu Hause tun und zu Gott Ja sagen. Aber das, was wir heute erleben, das ist was Besonderes. Von vielen Zeugen, als Himmel als ein Zeuge da ist, diese Leute, die wollen heute Gott, dem Herrn Jesus, ein Ja-Wort geben für ihr Leben lang. Und wisst ihr, das ist heutzutage nicht so einfach. Wir leben in einer Welt, wo das Wort, das Ja-Wort, keine Macht mehr hat. Viele Leute versprechen vieles, viele Leute sagen Ja und nach kurzer Zeit sagen sie, wenn ich gewusst hätte, dass es so wird, würde ich nie das Ja-Wort geben. Ihr Lieben, ich freue mich für euch und ich weiß, die Gemeinde freut sich mit,
und ich und die Gemeinde, der ganze Himmel freut sich, dass es Menschen gibt auf Erden, die entschieden dem Herrn folgen wollen. Ich möge der Herr uns segnen. Das, was wir hier am Ufer jetzt erleben werden, erklärt Apostel Paulus zu ihm Römerbrief so und sagt, Kapitel 6, ab Vers 3 lesen wir: Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben zu einem Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Vers 11. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott, Christus Jesus, unserem Herrn. Die hier stehen, die zu der Gemeinde gehören, kennen dieses Wort, es ist nichts Neues. Aber immer aufs Neue kann man sich prüfen im Lichte dieses Wortes, wie sieht es mit mir persönlich aus. Das ist ein Grab. Und alle, die im Namen des Herrn Jesus sich taufen lassen, die taufen sich in den Tod, damit dieser sündige Leib aufhöre zu sündigen, zu leben und zu auferstehen mit dem Herrn Jesus zu einem neuen Leben, damit Gott dadurch verherrlicht sein kann. Wisst ihr, das Wort sagt uns deutlich und klar, die Sünde Lohn ist, entschuldigt, ich lese es nochmal, denn der Tod ist der Sünde Sold. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römerbrief Kapitel 6, Vers 23. Um diese Schuld, diesen Sold der Sünde zu bezahlen, ist der Herr Jesus gekommen auf diese Erde. Er ist gestorben für alle Menschen, die durch den Glauben an ihm dieses Ja-Wort geben. Er vergibt allen Menschen die Sünde, wenn sie zu ihm kommen und darum bitten. Er hat dafür den höchsten Preis bezahlt. Aber auch wir müssen mit ihm sterben für die Sünde. Wisst ihr, solange wir in Sünde leben werden, wird der Satan immer wieder Macht auf uns haben, wenn wir leben in der Sünde. Wir müssen sterben für die Sünde, sagt Apostel Paulus. Und wenn wir gestorben sind, dann ist alles. Dann kann der Feind nicht mehr antun. Der Mensch ist tot. Von ihm fordert man nichts. Ein kleiner Beispiel aus dem Leben. Mein Schwiegervater hat mal vor etlichen Jahren einen Unfall gehabt in Polen. Und der Gegner hat ihm die Vorfahrt genommen. Es war dann hin und her mit dem Rechtsanwalt. Und wisst ihr, nach einer Zeit kommt ein Brief aus dem Ausland damals noch und ist geschrieben, der Gegner ist gestorben. Damit wird die Sache, kann man sagen, zugemacht. Die Versicherung wollte nicht zahlen und hat diesen Mann als gestorben erklärt. Damit nicht zu zahlen ist. Wisst ihr? Es ist ein Beispiel, ein Betrug natürlich. Er ist nicht gestorben, dieser Mann. Die Versicherung musste zahlen. Aber genauso sieht es aus mit uns. Solange wir uns selber betrügen oder die anderen und meinen, wir sind gestorben und trotzdem leben in der Sünde, kann Gott uns nicht helfen.
Auch der Lohn der Sünde ist dann noch nicht bezahlt für uns, weil ich in der Sünde lebe, ganz bewusst und deutlich. Deshalb heißt es, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott im Christus Jesu, unserem Herrn. Wisst ihr, wenn der Satan kommt und will von euch irgendwas in Erinnerung bringen und er wird euch vielleicht so anzupfen und sagen, na guck mal, das ist ja dann ganz kleine Sünde. Verstehen wir, das ist ja nicht schlimm, das sind ja viele Leute sogar Christen. Und versucht euch wieder zum Leben zu rufen, in der Sünde, dann wird er geschenkt werden, der immer tot bleibt für die Sünde. Und das meint Apostel Paulus, damit wir gestorben sind für die Sünde. Einmal hier auf Erden. Und leben in einem neuen Leben mit Christus Jesus, der auferstanden ist und uns zu einem neuen Leben auferstanden gemacht hat, dass wir in ihm geborgen leben können zu seiner Herrlichkeit. Um ihm die Ehre und dem Vater die Ehre zu bringen. Möge der Herr euch, liebe Geschwister, mit Mut und Kraft ausrüsten, dass der Heilige Geist, mit welchem ihr ihn an den Tag eurer Bekehrung versiegelt seid, in euch leben und wohnen. Möget ihr immer gedenken daran, dass hier am Ufer wird euer sündiges Leib begraben. Und ihr werdet aus dem Wasser kommen, zu erstanden zu einem neuen Leben, in einem Leben in Heiligkeit vor Gott, in einem Leben als Zeugnis für die Welt, dass ihr Gott liebt und dass ihr euer Ja-Wort halten werdet. Möge Gott euch Kraft zu geben und Freudigkeit, nicht straucheln auf diese Wege. Es werden bestimmt die Welt, das wird der Welt nicht gefallen. Sie wird rauschen noch viel mehr als dieser Fluss. Sie wird ausbrausen, es wird Stürme, werden Stürme kommen. Aber haltet euch an dem, der euch teuer und kauft hat. Und schaut immer nach oben, von wo unsere Hilfe kommt. Dem großen und mächtigen Gott möge Dank, Ehre und Preis gebracht sein von allen Erlösten hier auf Erden, schon jetzt, wo wir leben, in einer in die ewige Herrlichkeit, wo alle, die dieses Wort gegeben haben und getauft worden sind in den Tod und auferstanden zu einem neuen Leben, von Gott erscheinen werden, in die Ewigkeit zu genießen und Gott loben und preisen in die Ewigkeit. Ihm allein Dank dafür. Im Namen unseres Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
im Land Gottes. Du hast die Sünden getragen in dieser Welt, auch die meine. Ich preise dich dafür und bete dich an, da du allein wahrer Gott bist, Schöpfer Gott, des Himmels und der Erde. Und wie diese Sonne heute hereinscheint in diese Welt, so scheint deine Gnade in diese Weltzeit hinein und hat auch mein Leben getroffen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich zu dir gezogen hast. Das war der Güte und Barmherzigkeit. Und ich preise Gott, den Vater, der mir in dir Vater geworden ist. Und ich danke dir, Herr, dass ich diese Taufe miterleben darf, dass du mir die Klarheit darin geschenkt hast, Herr, auch über die Notwendigkeit dieser Glaubenstaufe. Herr, wir wollen mit dir gehen, unser Leben ausrichten auf dich hin und setze uns auch weiter zum Segen für Menschen, damit viele noch gerettet werden und sie zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen. Amen. Amen. Valentina Wirschke, wir fragen dich, hast du den Herrn Jesus über alles lieb? Bist du sein Kind? Bist du wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Willst du den Herrn Jesus Christus lieben und ehren dein Leben lang? So sage ja und Gott helfe mir. Ja, und Gott beschenke. Dann möchtest du getauft werden auf deinen Namen? Ja. Bist du Valentina? Im Namen Jesus Christus taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung ins ewige göttliche Leben. Amen. Amen. Amen.
Jana Messner, wir fragen dich, glaubst du an Jesus Christus? Hast du Jesus Christus von Herzen lieb? Bist du wiedergeboren durch den Geist Gottes? Möchtest du Jesus Christus dein Leben lang in Liebe und Treue nachfolgen und als sein Kind wandeln? Ich sage ja und Gott helfe mir. Beste Diana, ich taufe dich im Namen Jesus Christus, unseren Herrn und Heiligen. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in den Tod und in die Auferstehung ins ewige, göttliche Leben. Amen. Amen. Jana Schmelzle, ich frage dich im Namen Jesu Christi, bist du Jesu Kind? Hast du ihn von Herzen lieb? Bist du wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Möchtest du Jesus Christus nachfolgen in Liebe und Treue dein Leben lang? Du sagst und ja, Gott helfe mir. Ja, Gott helfe mir. Jana, wir taufen dich im Namen Jesus Christus. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, zur Grablegung, aber auch zur Auferstehung ins ewige, göttliche Leben. Amen. Amen. Bruder Rainer Vogt, ich frage dich, glaubst du an Jesus Christus als Gottes Sohn? Bist du sein Kind? Bist du wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Möchtest du Jesus Christus lieben und nachfolgen ein Leben lang? So antworte ja und Gott helfe mir. Ja, Gott helfe mir. Bruder Rainer, wir taufen dich im Namen Jesus Christus unseres Heilands, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod zur Auferstehung zu einem göttlichen Leben. Amen. Amen. Wir fragen dich, glaubst du an Jesus Christus, dass er Gottes Sohn ist, dass er dich erlöst hat und wiedergeboren durch seinen Heiligen Geist? Bist du sein Kind?
Und möchtest du ihm nachfolgen dein Leben lang? So antworte ja und Gott helfe mir. Ja, Gott helfe mir. Bruder Willi, wir taufen dich im Namen Jesus Christus, unseres Heilands. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod, in die Auferstehung, in ein göttliches Leben. Amen. 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 Wir bitten dich, dass sie festbleiben in dir ihr Leben lang. Segne den weiteren Gottesdienst. Sei du in unserer Mitte und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Wir lieben dich, Herr Jesus, denn du hast uns zuerst geliebt. Amen. Amen. Thank you.
schön, jetzt sind wieder alle da. Wir werden jetzt ein Gedicht hören, ein Gruppenlied von den Geschwister Löwens. Und dann werden die Geschwister, die Täuflinge, gratuliert. Du bist getauft als Christ. Dir ist viel Heil gegeben. Warum ist das geschehen? Du sollst im Heiland leben. Dies ist das hohe Ziel. Wer dieses Ziel vergisst, der sage nicht, ich bin auch ein getaufter Christ. Du bist getauft auf den Herrn Jesus und begraben. Wie könntest du noch Teil am Dienst der Sünde haben? Er ist, der für dich starb und dann stand wieder auf. Drum soll nun heilig sein dein ganzer Lebenslauf. Du bist getauft und das auf seinen Tod und Sterben. O, darum wirst auch du den ganzen Segen erben, den dir der Herr erwarb. Schau, dass mit deinem Herz du immer auf ihn siehst, in Freuden und in Schmerz. Der Herr schenkt dir viel Kraft zur Treue bis ans Ende und segne heute dich mit seinen Jesushänden. Nun bleib ab jetzt gewiss auf dieser seligen Bahn, so kommst du in der Stadt des ewigen Friedens an. Amen. Ich hab einen Heiland, er hat mich gefunden, hat selbst meine Sünden getragen ans Kreuz. Ich war ganz versunken, an Sünden gebunden, jetzt ist in mir alles geschaffen, ganz neu. Jetzt scheint mir noch heller am Himmel die Sonne und ist noch viel weißer im Winter der Schnee. Drum bin ich so fröhlich und jauchze voll Wonne. Ich bin ja von Sünden und Engen erlöst. Wunderbar ist doch das Leben in Jesus und wie doch so finster war Satanas Macht. Wie arm und wie traurig ich einstmal gewesen, so fröhlich und reich hat mich Jesus gemacht. Jetzt scheint mir noch auf den Weißen im Winter der Schnee. Drum bin ich so fröhlich und jauchze voll Wonne. Ich bin ja von Sünde und Elend erlöst. Hier will ich nun danken, mein teurer Erlöser, für die große Werke, die du hast an mir. Du hast mich gewaschen, die Sünden vergeben, und einst für mich gerufen, bei dir ewig lieb. Jetzt scheint mir noch am Himmel die Sonne und ist noch viel weißer im Winter der Schnee. Drum bin ich so fröhlich und jauchze voll Wonne. Ich bin ja von Sünden und Elend erlöst. Schau, Jesus.
Unser großes Thema heute, die Taufe. Wer kann getauft werden? Wir haben ein Beispiel heute gehört, wie der Bruder die Täuflinge gefragt hat, ob sie wiedergeboren sind, besser von Neuem geboren, ob sie den Geist Gottes also haben und ob sie glauben an den Herrn Jesus Christus, an ihren Herrn, Heiland und Erlöser. In der Bibel lesen wir, wie Philippus vom Geist entrückt wurde ist an einen öden Ort und dort kam der Kämmerer aus Äthiopien vorbei. Er war auf der Einreise von Jerusalem wieder nach Hause. Er las Jesaja. Philippus hat ihn gefragt, ob er versteht, was er liest. Wie sollte ich, hat er geantwortet. Und Philippus hat ihm das alles erklärt. Und er hat ihm erklärt, dass Gottes Sohn auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, für die Sünden der Menschen, die glauben, begraben wurde und auferstanden ist. Irgendwann hat der Kämmerer gesagt, was hindert mich, getauft zu werden? Und Philippus gab ihm zur Antwort, wenn du vom ganzen Herzen glaubst, ist es erlaubt. Und am Anfang von Apostelgeschichte lesen wir, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und dann heißt es weiter und waren nie mehr gesehen. Keiner hat Einspruch. Nein, so heißt es nicht weiter. Es heißt, ließen sich taufen, es waren etwa 3000 Menschen und sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Soll man sich taufen lassen? Kann das jeder für sich entscheiden? Ich weiß nicht, wer hier noch nicht getauft ist, mit dem Gedanken spielt, sich taufen zu lassen. Also, soll man sich taufen lassen? Was sagt die Bibel? Wir haben es vorhin gehört. Geht hin, macht zu Jünger und tauft. Das ist ein Missionsbefehl. Diesen Befehl hat der Herr Jesus seinen Jüngern gegeben. Macht zu Jüngern und dann tauft. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wie ihr es heute auch gehört haben. In Apostelgeschichte am Anfang fragten die, was sollen wir tun, Brüder? Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Da habe ich schon jetzt gehört, ja, hier heißt es auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Hier heißt es in dieser Bibelstelle nur auf Jesus Christus. Ja, was jetzt? Bei den ersten sind es die Nationen. Hier handelt es sich um Juden. Diese Juden glaubten schon an den wahren Gott. Sie glaubten nicht an einen Baal oder einen Neptun oder sonst irgendwas. Sie glaubten an den wahren Gott. Hier ging es um Jesus Christus. Wenn ihr euch erinnert, im Johannesevangelium der Blindgeborene, da heißt es, die Juden kamen überein, also die hohen Priester, die Schriftgelehrten, der wo Jesus als Messias annimmt, der wird aus der Synagoge ausgeschlossen, der wird rausgeschmissen. Also hier reicht es, wenn sie sagen, lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Das ist das Bekenntnis.
das Bekenntnis, dass sie ihn aufnehmen als den Messias. Ist ein Gehorsamsschritt, was die fünf Teuflinge heute getan haben. Es ist keine Option, das kann ich oder ich kann es nicht. Und jetzt die nächste Frage, wie soll getauft werden? Wisst ihr, ich habe schon die tollsten Sachen gehört. Man ist heimlich nach Israel, hat sich im Jordan untertauchen und ist dann zurückgekommen und hat kein Sterbenswort darüber verloren, dass man sich dort hat taufen lassen. Oder soll es öffentlich sein? Oder ist es egal? Wir haben hier ein Taufbecken. Hier unten ist ein Taufbecken. Einer von der Täuflinge oder alle hätte ja auf die Idee kommen können und sage, lieber Thomas, Bruder, sei so gut, am Mittwoch um 1 haben wir alle 5 kurz Zeit, komm mal her, du taufst uns hier. Wäre das richtig? Es wäre nicht richtig. Es soll öffentlich sein. Sie bekennen öffentlich. Und was bekennen Sie? Dass Sie von Neuem geboren sind. Dass Sie Kinder Gottes sind. Das bekennen Sie. Dass Sie glauben an den Herrn Jesus. Als Ihren Heiland und Erlöser. Und je mehr das mitbekommen, umso besser. Und heute haben es viele mitbekommen. Es waren auch solche dort, wenn auch weiter entfernt, die nicht zu der Gemeinde gehört haben, die keine Besucher waren, die irgendwo beim Radfahren waren oder sich im Garten gesonnt haben. Sie haben gehört, sie haben beobachtet, was da vor sich geht. Und jetzt schließt sich ja das schon aus, die Babytaufe. Wir haben vorhin gehört, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Bruder Lothar hat die Geschwister gefragt, ein Baby kann nicht antworten. Es geht also nicht. Es funktioniert nicht. Und warum wird es trotzdem gemacht? Warum macht es die katholische Kirche? Warum macht es die evangelische Kirche? Der zahlt später schon einmal Kirchensteuer. Ganz einfach. Und wenn er irgendwann wieder austritt, aber ein paar Jahre, bekommt er von diesem Menschen Kirchensteuer. Man hat ihn dazu getan, zwangsweise. Er wurde nicht gefragt, ob er hier dazu will oder dort. Nein, so wie es war, ist es. Also, Besprengung als nächstes. Es war heute sehr heiß. Du Sohn Davids, erbarme dich mein, reiche mir deine gütigen Hände, für mich starbst du am Kreuz voller Pein, für mich starbst du am Kreuz voller Pein, damit ich ewige Seligkeit fände. Du Sohn Davids, erbarme dich mein, sieh nicht an meinen ärmlichen Glauben, ich versuch mich bei dir nur allein, ich versuch mich bei dir nur allein, ohne dich wird mein Leben nichts taugen. Erbarme dich mein, auch wenn ich
Deshalb liebe ich dich so sehr, so dass ich's nicht mal sagen kann, wovon hebt sich mein Blick empor und wird voll Seligkeit. Denn ich sehe dein Bild vor mir, volle Lieb und Barmherzigkeit, und vor Glück füllt mein Auge sich mit den Tränen der Freude. Der Weg ist so schwer zu gehen, denn nirgends ist Ruhe für mich. Doch weiß ich, du gehst ja vor mir und bringst mich zum Licht. Nur dir, o geliebter Herr, gehört meine Liebe hier. Zu allem bin ich bereit, doch nur Herr mit dir. Weshalb bist mir so lieb und wert, die Gemeinschaft mit dir, mein Gott, wovon schaue ich so entzückt zu den himmlischen Höhen? Denn ich sehe dein Bild vor mir, voller Lieb und Barmherzigkeit, und vor Glück füllt mein Auge sich mit den Tränen der Freude. Der Weg ist so schwer zu gehen, nirgends ist Ruhe für mich. Doch weiß ich, du gehst ja vor mir und bringst mich zum Licht. Nur dir, o geliebter Herr, gehört meine Liebe hier. Zu allem bin ich bereit, doch nur Herr bin ich. Ich möchte in Ewigkeit seinem Reich des allmächtigen Herrn teilen, frohe Gemeinschaft dort mit dem Herrn Jesus Christ. Doch die Kraft ist bei mir so schwach, es gibt nichts, was ich selber kann. Deshalb bitte ich, bleib bei mir heute und ewiglich. Der Weg ist so schwer zu gehen, nirgends ist Ruhe für mich. Doch weiß ich, du gehst ja vor mir und bringst mich zum Licht. Nur dir, o geliebter Herr, gehört meine Liebe dir. Zu allem bin ich bereit, doch nur Herr mit du stehst am Platz, den Gott dir gab, den Platz, den er dir zugedacht. Dort nur bleibt er dein Schild und Stab, dort gibt er Frucht, dort wirft er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich, nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und harre da in Treue aus. Ist es ein Kreuz? Steig nicht herab, ist Schmelzerblut, weich ihr nicht aus. Blick auf, nicht seufzend rechts und links, scheint er verborgen, irdisch klein. An diesem Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein. Was du versäumst an deinem Platz, auch wenn es niemand ahnt und sieht, das bringt um einen Segenschatz, vielleicht ein gottgeliebtes Glied. Begreifst, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Nimm folglich ihn aus Gottes Hand, den Platz, den seine Liebe gab. Was sich an eigenen Plänen fand, bei dir noch sei's in Christi Grab. Soll er begegnen dir mit Sieg,
Soll er erhören dein Gebet? Er tut's nur, wo sein Streiter treu auf dem gewiesenen Posten steht. Brich dir nicht selbst die Krone ab, sag niemals deinem König nein. Nur auf dem Platz, den er dir gab, wird seine ganze Fülle dein. Ja, auf dem Platz, den er dir gab, da jauchze du ihm fröhlich zu, dass jeder sieht, sein Wille ist, dir Leben, Herrlichkeit und Ruhm. Sieh, wenn er kommt, sucht er auch dich, nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich dort nur sicherlich, wohin er selber dich gestellt. Und dann, o seliger Freudentag, wenn er an deinem Platz dich fand, versetzt er dich, gibt dir den Platz auf seinem Thron im Heimatland. Amen. Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst. Ich bin dir nah und ich habe alles in der Hand, bin deine Liebe sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinen. Thank you.
bist bei mir. Du bist bei mir, das hast du mir versprochen. Und wirst es halten, ganz gewiss. Das bleibt auf all meinen Wegen, auch wenn es geht durch Finsternis. Bist du bei mir, dann bin ich nie alleine, auch wenn kein Mensch zu sehen ist. Und gibst mich stets von allen Seiten, weil du ringsum mein Schutzschirm bist. Bist du bei mir, ein starkes Wort für heute, das hilft mir durch den ganzen Tag. Ich achte es als große Beute, mag kommen, was da kommen mag. Bin ich bei dir, für immer wohlgeborgen, das habe ich so oft erlebt, wenn ich zuvor in Angst und Sorgen vor Furcht gezittert und gebeten. Du bist bei mir, ich will es nie vergessen und nehme es mir von Neuem vor, wie könnte ich je deine Treue vergessen. Ach Herr, öffne doch mir täglich mein Ohr. Warst du bei mir, auch in schlechten Zeiten, und nichts hätte ich das Ziel verpasst. Doch sah ich stets an deinen Spuren, wie sehr du mich getragen hast. Bleib du bei mir, das wünsche ich mir ganz fest, für jede Stunde dieser Zeit. Danach erwartet mich das Beste, bei dir sein in der Ewigkeit. Amen. Amen. Unser Leben ist Gott, unsere Freude ist Christus. Er ist Segen und Wonne und Glück. Unser Treffer auf ewig sind wir ihm verbunden. Und wir folgen nun ihm, weichen niemals zurück. Oh.
Ich darf dich darum bitten, in den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass du mit dem Willen gehst, zur rechten Zeit und führst und leitest und das Rechte gibst, dass er ans Ziel ankommen darf, dass er Freude in der Nachfolge hat und an seinen Gaben, die du ihm gibst oder noch dir bekommen hat. Und so segne ich dich, lieber Bruder, im Namen des Herrn Jesus Christus. Und der Segen, der höher ist als alle Vernunft, möge dich begleiten, dir Freude schenken und dich ans Ziel bringen. Amen. Amen. Treuer guten Vater, wir danken dir für unsere Schwester. Ja, du hast sie herausgerufen, hast sie errettet vor dem ewigen Tod. Ja, du hast sie auf den Fels gestellt, den Christus. Und dafür sei dir der Dank. Und sie durfte heute mit deiner Gnade in das Wasser gehen, untertauchen und auftauchen. Getreuer Gott und Vater, du hast es gewährt in deiner Gnade. Und ich möchte dir anbefehlen, Herr, du hast das Werk mit ihr begonnen, vollende das Werk mit ihr. Sei ihr gnädig, nach deinem Erbarmen, das alles Denken und Begreifen übersteigt. Amen. Amen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir in Jesus Christus, auch für Jana, dass sie ihr Leben dir übergeben hat. Wir danken dir, Herr, dass du auch sie gefunden hast in ihrem diesem Leben, Herr, und sie konnte das Leben dir übergeben. Und heute hat sie es bezeugt, geklärt, indem dass sie ins Wasser gegangen ist, und will dein Leben ganz übergeben. Herr, führe du sie. Du kennst ihre jungen Jahre, Herr, du kennst die Anfechtungen und ich bitte dich, dass du sie selbst in deine starke Hand nimmst und durch diese dunkle Welt durchführen würdest. Herr, ich bitte dich, dass du, wenn die Frage stillen wird, dass sie die Frage ihres Ehelebens scheiden möchten, dass sie möchte einen Mann bekommen nach deinem Herzen. Ja, belebe du alles durch deinen Heiligen Geist. Und alle ihre Werte, wir legen alles in deine Hände. Herr, die Ausbildung, die was sie vor sich hat, dass du sie auch segnen und nicht zu uns beistehe. Herr, ich bitte dich, und wenn es versuchen sein werden in ihrem Leben, gib ihr Kraft zu widerstehen. Lass sie auch dich sehen, der du der Herr über alles bist. Wir legen sie völlig in deine Hände und bitten dich, Herr, führe du sie, dass sie in der Erkenntnis deiner Wahrheit wachsen möchte, dass sie ihr Leben völlig dir übergibt, Herr, und die Gaben, die du ihr geschenkt hast, dass sie es möchte auch mit deinen Kindern in der Gemeinde auch wirksam sein, und dass wir sich freuen ihr, dass sie ein gehorsames Kind Gottes ist. Bitte, Herr, leite du sie nach deinem Heiligen Geist, und der Segen Gottes sei über dich. Führe und leite dich nach seinem Wohlgefallen. Herr, und den Segen, den du versprochen hast, tue es. Und der Segen, der über alles ist, nimm du und führe ihn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre dein Herz und Sinn in Christus Jesu. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir freuen uns, Herr, dass wir dich als Vater haben. Und wir freuen uns, dass Schwester Valentina auch dein Kind geworden ist. Und du hast sie freudig mit allen anderen aufgenommen in deine Familie. Danke, lieber Herr Jesus, dass du nicht zu spät kamst, dass Schwester Valentina diese Entscheidung rechtzeitig getroffen hat und dass die dich liebt von ganzem Herzen. Das ist nicht ihr Verdienst, sondern deine Liebe hat es bevor bewirkt. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir heute uns freuen dürfen, als Gemeinde noch 5 Geschwister dazu zu bekommen. Herr, aber ich bitte dich und wir als Gemeinde sprechen und beten für unsere Schwester jetzt, für Schwester Valentina. Mögest du sie besonders segnen, Herr. Du siehst ihr Alter, du siehst ihre Gesundheit und Herr, mögest du deine Hand ausstrecken und so wie du versprochen hast, dein Versprechen einhalten, Herr. Du hast versprochen, bis ins Alter hinein, bis wir grau und alt werden, uns zu tragen, zu retten, zu heben.
Danke, Herr, dafür, dass wir auf dein Wort uns verlassen können. Herr, und wenn Tage in ihrem Leben auftreten, die dir nicht gefallen werden, so sei du mit ihr, Herr, führe und leite nach deinem guten, heiligen Rat, damit wir einmal alle gemeinsam dort die Ewigkeit uns freuen können, bei dir. Herr, schenk ihr viel Kraft und Mut in der Nachfolge. Schenk ihr Freudigkeit, Herr, ein Leben zu leben, das dir gefällt und das die Leute ringsumher sehen können, dass sie dein Kind geworden ist und das gerne macht. Herr Jesus, erhöre unsere Gebete und Fürbitte. Sei mit uns und bei uns, segne die Schwester, führe und leite sie durch deinen guten Heiligen Geist und dein Wort. Möge die Richtschnur sein in ihrem Leben. Herr, schenke dir viel Freude in dir, weil in diesem Leben ist keine Freude. Nur du allein kannst uns diese Freude schenken, die die Welt nicht kann. Herr Jesus, ich bitte dich und befehle sie in deine starke Hand und bitte, dass du wachst über ihr Leben, dass du ihr Gaben schenkst, damit sie auch in der Gemeinde nützlich sein kann, zum Wohl allen und dir zur Ehre. Der Herr behüte dich von allem Übel. Der Herr behüte deine Seele. Der Herr behüte dein Ausgang und Eingang von nun an bis in die Ewigkeit hinein. Amen. Amen. Allmächtiger, heiliger Gott, wir bitten dich, dass du auch unseren lieben Bruder Rainer Vogt segnest, dass du ihm deine Gnade verleihst, dir weiterhin zu dienen, wie er es die letzten Jahrzehnte schon getan hat. Danke, dass er jetzt diesen Bund der Taufe mit dir geschlossen hat. Und du mögest auch seine ganze Familie segnen, auch durch ihn. Herr, hilf, dass auch in Sachsen, in diesem Land, Erweckung geschieht, auch durch ihn. Gebrauche ihn weiterhin zum Segen für viele Menschen auch dort. Gebrauche ihn zum Aufbau bibeltreuer Gemeinden. Gebrauche ihn, dass er noch viel Frucht bringen darf für dich. Segne ihn auch nach Geist, Seele und Leib, auch gesundheitlich, dass dein Segen ausstrahlen möge. Herr, sei du gnädig. Behüten ihn auch auf dem Heimweg, wenn sie heute noch so weit fahren müssen. Herr, wir wollen dir auch die Kinder bringen, die zum Teil krank sind, dass du auch sie segnest und stärkst und noch zu dir führst. Herr, so sei du bei uns und segne auch uns alle. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you.